Challenge 2022 und zum 11. Mal findet die Challenge hier in Kitzbühel statt. Heute am Freitag geht's los mit dem Stadtprolog und morgen wird dann gewechselt aufs Rad und später auf die Laufschuhe, wo wir uns auf der Hochwildalm gemeinsam wieder treffen. Wir haben mit dabei 2 Damenteams, 16 Mixteams und 26 reine Herrenteams, in Summe 44, die sich dieser Challenge hier stellen und natürlich auch diesen begehrten Triskogelsieg mit nach Hause nehmen wollen. Wir freuen uns natürlich auch auf Athleten wie Lisa Hauser, auf David Kreiner und ganz, ganz viele Hobbysportler, die das Ganze nicht nur mit einem zwinkernden Auge sehen, sondern es geht wirklich um einiges. Denn wer die Triskogel-Challenge gewinnt, Lukas, der kann sich jetzt 2 Jahre lang so richtig feiern lassen. Das stimmt und den Sportlergeist, Wettkampfgeist, der ist hier ganz, ganz hochgeschrieben. Und jetzt geht's los. Ja.
gut ist gegangen. Ja, aber ja. Richtig anstrengend gerade zum Schluss. Aber super schön. Wir haben klar. Heute tatsächlich Geburtstag zum Feiern. Und ich glaube, das mehr wird wie Cola. Jetzt auf alle Fälle. Ich glaube, wir waren echt ein richtig gutes Team, hat Spaß gemacht. Ein bisschen hat es uns gefressen beim Radfahren schon und ins Warten. Und dann haben wir da auch noch mal einen falschen Weg gewusst. Haben immer Gas gegeben. Da war kein Leerlauf frei. Ja, unglaublich viel. Wir haben von Anfang weg total gekämpft. Und der Gerhard hat eigentlich jeden Punkt auf der Kost Pipi für ihn gefunden. Und ja, Vollgas halt einfach. Also jetzt war es zum Schluss schon brutal hart.